Großeinsatz der Polizei in München. Vor dem NS-Dokumentationszentrum in der Innenstadt fallen mehrere Schüsse. Wenige Augenblicke vorher. Ein Augenzeuge filmt, wie ein junger Mann scheinbar seelenruhig um ein Gebäude herumläuft. In seinen Händen hält er, deutlich zu sehen, eine Langwaffe. Kurz darauf erscheinen mehrere schwer bewaffnete Polizisten. Es kommt zum Schusswechsel. Was die Bilder nicht zeigen, der Verdächtige wird getroffen, stirbt an seinen schweren Verletzungen. Hinweise auf weitere Verdächtige gibt es derzeit nicht, heißt es von den Ermittlern. Die Polizei sperrt die Straßen rund um das Dokumentationszentrum ab und ruft die Bevölkerung dazu auf, den Bereich weiträumig zu meiden. Der Zwischenfall fällt auf den Jahrestag des Münchner Olympia-Attentats von 1972. Damals ermordeten palästinensische Terroristen 11 israelische Athleten. Die Situation um den Tatort herum. Ja, so wie zu sehen ist, ist der Einsatzort hier noch abgesperrt. Es gibt sehr, sehr viele Polizisten, die hier im Einsatz sind. Allerdings ist mein Eindruck, ich bin jetzt schon ein bisschen hier, dass einige Polizeiautos auch schon wieder abgefahren sind, dass teilweise im weiteren Kreis eben auch schon die Sperrungen für Autofahrer hier aufgehoben wurden. Was allerdings noch der Fall ist, also ich weiß nicht, ob man es hört, die Hubschrauber fliegen immer noch und suchen das Gebiet ab, zum Beispiel in Hinterhöfen nach einem möglichen Sprengstoff. Die Polizei will sich da offenbar sehr sicher sein.